Vielleicht geht es ja dem einen oder anderen hier schon auf den Sack, diesen Defender immer und immer wieder zu sehen. Aber ich muss sagen, aus zwei Gründen zeige ich ihn euch heute nochmal, weil für mich ist er einfach mit diesen freistehenden Ketten vorne einer der schönsten Panzer im Spiel derzeit überhaupt. Und zum anderen, ich kann euch nur das zeigen, was ihr mir einschickt. Und man muss halt sagen, A wird der Panzer zurzeit häufig eingeschickt und B, wenn auch dann noch eine geile Runde dabei rauskommt, dann kann ich schwer dazu Nein sagen. Dementsprechend, also schauen wir mal, was der Hans ist blöd hier so zu zeigen imstande ist. Auf jeden Fall natürlich Polargebiet und Top-Tier, das ist schon mal ideal. Und gerade da, wo er sich jetzt hinbewegt, wahrscheinlich da vorne, kann auch mit dem Panzer einiges anstellen. Aber wie immer, der Weg ist das Ziel und da bin ich sehr gespannt, wie sein Weg denn so aussehen will. Ja, das war jetzt ein bisschen was fürs Phrasenschwein. So, erstmal hier drüben der T-37 und da macht er den IS-3 und den WZ auf. Und er rettet sich jetzt hier nach unten, auch wenn der WZ da schon schön mit Heat ballert, aber dem kann er sich erwehren. So, und jetzt, oh, da geht ja alles auf. Also, da muss er jetzt aufpassen, aber er hat jetzt hier eine sehr schöne Position, sich da erfahren. Von unten kommt jetzt auch erstmal nichts daher. So, und jetzt hier dem Tiger. Und das ist der einzig wirkliche krasse Nachteil an dem Panzer, diese unglaublich lange Einzielzeit. Aber ansonsten kann man mit dem Panzer schon verdammt viel anstellen. Auch wenn der Oni da jetzt gut trifft. Aber er selber macht da am Aal auch ordentlich Schaden. Und jetzt gibt es da einen Kanonenjagdpanzer. Zack. 455 Damage. Also der Alpha-Schaden ist einfach gigantisch. Und auch hier kriegt er weiterhin die Abpraller. Und kann selber hin weiterhin seine Kanone da ins Spiel bringen, auch wenn der Kanonenpanzer da nicht untätig ist. Also hat ihn jetzt auch mal wieder beschädigt. Aber jetzt hat der Kanonenpanzer da zu lange gestanden. Und da hat er es ihm damit leicht gemacht, dass er ihn rausnehmen konnte. So, und jetzt bekommt der Oni da auch eine Packung. Und muss aufpassen, von unten nähert sich jetzt der Tiger. Der hat aber geschossen, das will er unbedingt ausnutzen. Auto-Aim ist drauf und er fährt drauf und zack, gibt es da auch die Schelle für ihn. Wahnsinn, was er hier eigentlich macht. Er ist so weit vorne, der Gegner ist da an sich sehr dominant von der Stellung her. Sie könnten es ausnutzen und ihn komplett wegmachen, aber sie machen es nicht. Er kann den Gegner da jetzt nach Belieben aufreiben. Und da kommt jetzt der WZ, ist die Frage, lässt er sich droppen? Ja, der lässt, nee, doch nicht. Seitlich rein. So, Munitionslager muss er wieder herstellen. Uni hat auch geschossen, aber diesmal Gott sei Dank mit sehr wenig Damage. Der WZ ist raus und jetzt kann er da weiterhin auf den Uni drauf fahren. Schön untere Frontplatte erwischt. Schon 4000 Schaden, 3000 abgeprallt. So, jetzt kommt er ums Arschlecken nicht mehr drauf. So, aber jetzt. Und jetzt trifft der Oni aber auch wieder gut. Diesmal wieder mit AP. Lässt es mit HE wahrscheinlich jetzt mal sein. Und nochmal so ein Treffer und er wäre aus der Runde raus. Nee, da zieht er ihm nur die Kette, aber er selbst kann leider auch nichts draus machen. So, jetzt schnell zurück, weil jetzt hat der Uni den Nachschuss. Jetzt hat er wieder nachgeladen, das heißt, jetzt kommt er wieder nach vorne. Uni fährt da ein Stück zurück, aber er will ihn hier unbedingt und jetzt vorne drauf. Und da hat er lange gewartet, bis er da den Schuss abgibt.
So, jetzt hier der IS-3, der soll kein Problem sein. Der achtet nämlich nur auf den gegnerischen IS-3. Das heißt, bis er nachgeladen hat und vorne einfach drauf gebolzt. So, der Centurion, also wirklich 5128 Schaden, 3480 abgeprallt. Also, das nennt man mal effektiv, was er hier abspult. So, jetzt signalisiert dem sein IS-3, dass er da stoppen soll. Aber scheinbar vorfahren will er selbst jetzt auch da nicht wirklich. Outer Aim, schnell drauf und wieder zurückgezogen. Gut gemacht. So. Und der nächste sitzt. Und ah, der Centurion wollte es jetzt hier mit HE klären. Aber da lässt er ihm noch 30 Hitpoints stehen und er ist bei 6076 Damage. Und jetzt einzig und allein nur noch der Scorpion geht da am Leben. Outer Aim drauf, aber er kommt schwer drauf und in dem Moment, wo er schießt, zieht sich der Scorpion, geht zurück. Schlechtes Timing da. Oder eher bitteres Timing, weil da konnte er ja absolut nichts für. Und jetzt hat er nichts mehr vom Scorpion G-Kuchen abbekommen, aber trotzdem eine super Runde mit 1732 Basis-XP, über 6000 Schaden und 3400 abgeblockt. Da sieht man, was mit dem Panzer zurzeit einfach möglich ist. Ja, bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.